Channing Tatums Stripper-Karriere, weiß Tochter davon? Die Wahrheit lässt sich nicht verbergen. Channing Tatum, 42, und Jenna Devan, 42, lernten sich 2006 zu den Step-Up-Dreharbeiten kennen und gaben sich im Juli 2009 das Jawort. 3 Jahre später erblickte Tochter Everlie das Licht der Welt. Seit der überraschenden Trennung in 2018 sprach der Schauspieler offen über die Herausforderungen eines alleinerziehenden Vaters. Jetzt holt Cunnings Vergangenheit als Stripper ihn wieder ein. Gegenüber Entertainment Tonight verriet der 42-Jährige, ob er vorhabe, der 9-Jährigen von seiner Karriere als Stripper, die das Magic Mike Franchise inspirierte, zu erzählen, wenn sie alt genug ist. Um die Filme zu sehen, werden wir dieses Gespräch führen. Für den 21 Jump Street Darsteller werde es keine Version meines Lebens geben. In der ich das Gespräch dort hat das nicht nur in Filmen gemacht, ich war ein echter Stripper nicht stattfindet. Ich werde sie niemals anlügen. Anführungszeichen. Der damals 18-jährige Schauspieler arbeitete in einem Nachtclub in Tampa, Florida und behauptet bis heute, es nicht bereut zu haben. Doch Channing ist nicht der einzige Promi, der früher einen ganz anderen Job hatte. Madonna, 64, Hugh Jackman, 54, und Co. waren nicht immer die Megastars von heute.